Man kann seinen 60. Geburtstag auf vielerlei Arten feiern. Thomas Wehbel, Landesvorsitzender der CDU Sachsen-Anhalt, Minister für Landesentwicklung und Verkehr in der Regierung Haseloff und langjähriger Landrat des Bördekreises, feierte in der historischen Ziegelei in Hundesburg mit Familie, Freunden und Weggefährten. Die Schlange der Gratulanten riss nicht ab. Dieser Glückwunsch ist eine hübsche Reminiszenz an die zurückliegenden 60 Jahre. Aber du, es ist kein Zufall. 54, als Deutschland Weltmeister wurde, wurdest du geboren. Ja. 74 waren wir es zum zweiten Mal. Ja. Da begannst du über vieles nachzudenken. 90 wurde zum dritten Mal. Ja. Begann deine große Karriere. Ja. Und jetzt 14 zum 60. Der vierte Stern. Alles Liebe und Gute. Klar, ja. Viel Gesundheit. Danke. Weiterhin viel Erfolg. Wie viele Prominente in so einer Lage hatte Thomas Wehbel gebeten, von Geschenken abzusehen. Er hätte lieber Geld spenden für einen Zweck, der ihm schon viele Jahre am Herzen liegt. Ich unterstütze insbesondere unseren Gewichtheberverband, den Landesverband in Sachsen-Anhalt. Und er hat es auch dringend nötig, Unterstützung zu bekommen, weil wir wissen, da sind viele ehrenamtlich tätig und da mache ich das ganz gern. In Bad Pyrmont geboren, zog es seine Mutter aus Heimweh zurück in die Börde. Schule und Abitur in der Region, Studium in Dresden zum Diplom-Ingenieur für Elektroanlagenbau. Seine politische Arbeit begann schon vor der Wende. Als Minister und Landesvorsitzende stellt er jetzt verschiedene Weichen. Auch von Orts TV herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag.